Hey Leute, jetzt wieder etwas Arbeit bei uns aus der Modellbahnwelt in Schiltern. Und zwar haben wir hier unsere Spielanlage. Trafo gibt Strom ab und die Lok fährt. Aber umschalten funktioniert nicht mehr. Und das schauen wir uns jetzt an. Als erstes Strom weg. Und dann immer versichern, hier ist jetzt der Trafo unten abgesteckt. Ich zeige auch nicht, wie er aufgeht, denn hier arbeiten wir bei 220 Volt, sprich hier herrscht Lebensgefahr. Und damit ihr selbst nicht schauen müsst, mache ich das jetzt. Man sieht, der Kontakt ist schon recht in Mitleidenschaft genommen und der Umschaltkontakt ist schon relativ verzundert. Sprich, jetzt geht es ans Reinigen, Putzen und Warten und dann funktioniert der auch wieder. Die Kontaktstellen vom Trafo haben wir wieder gereinigt, alles schön glatt. Auch die Rillen dazwischen haben wir gleich ausgeputzt, damit es nicht zu Querströmen kommt. So sieht das jetzt aus. Und ich würde sagen, kann man wieder lassen. Irgendwann werden wir aber hier unten die Kontaktplatte auch tauschen müssen, denn beim Umschaltkontakt für die 24 Volt, das macht das hier. Da haben wir schon eine Einkerbung und diese ist doch etwas aufgeraut. Wir haben es zwar geschliffen, aber demnächst wird da eine neue fällig. Auch der Schleifer, den werden wir demnächst von einem defekten Trafo hier einpflanzen. Aber soweit momentan funktioniert es noch wieder. Und weil es mir sonst keine Ruhe lässt, beim Kabel hatten wir auch schon einen Knick drin, da waren intern schon Adern gebrochen. Deswegen erledigen wir das auch noch gleich mit. Kabel ist mit Absicht hier schon länger drinnen gelassen worden. Und das löten wir jetzt auch schnell noch mal neu auf. Das heißt, Trafo zusammensetzen. Trafo ist wieder dicht und Fahrt funktioniert noch und auch, wir haben es gehört, nochmal.
Umschalten funktioniert auch wieder. Und damit steht dem Spülbetrieb jetzt wieder nichts mehr im Wege. Das war's wieder mit dieser Kurzreparatur. Und vielleicht sieht man sich ja demnächst bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Und heute mal statt dem Outtake ein kleines Ratespiel. Was passt bei dieser Lok nicht? Sie fährt nämlich nicht und bekommt keinen Strom. Auflösung gibt es gleich. In 3, 2, 1. Und zwar ist bei der Maschine der Schleifer mit der Schraube hier komplett niedergeschraubt worden. Und dieser Schleifer muss aber federn. So sollte das ausschauen und statt der Schraube kommt jetzt eine richtige Senkkopfschraube hinein. Und so soll es aussehen. Und damit geht es für Sie auch wieder ab auf die Strecke.